Literatur vor Gericht. Thomas Mann zu Femmes et Amis von Paul Verlaine. Die mir freundlichst übersandten Gedichte von Verlaine habe ich gelesen. Femmes sowie die Korrekturbogen von Ombre, die noch schlimmer sind. Ich schicke voraus, dass ich die Übersetzung von Kurt Moorbeck höchst respektabel finde. Ich füge hinzu, dass die Unzucht der Gedichte mich erschüttert hat. Dies nämlich ist die Wirkung zu Unzucht und Wollust, wenn ihre Tiefen sich auftun, auf mich auszuüben pflegen. Die Reaktion des Kicherns erscheint mir so blöde und unverständlich wie die sittliche Entrüstung. Was eigentlich die sittliche, was das Moralische sei, Reinheit und Selbstbewahrung oder Hingabe, das heißt Hingabe an die Sünde, an das Schädliche und Verzehrende, ist ein Problem, das für mich früh beschäftigte. Große Moralisten waren meist auch große Sünder. Das Gebiet des Sittlichen ist weit, es umfasst auch das Unsittliche. Große Menschen, Moralisten, das sei weit gespannte Erlebnisse, durchmessen es ganz. Verlaine, der das Zarteste empfunden, das Sublimste ausgedrückt hat, gibt in diesen Versen wüste Bilder und verfluchte Szenen. Das ist seine eigene Kennzeichnung der Gedichte und sie hat einen sehr unheidnisch-moralischen Akzent. Es wäre lächerlich, den unzüchtigen Charakter der Blätter zu leugnen. Ich bescheinige Ihnen unumwunden, dass die Gedichte erschütternd unzüchtig sind. Vielleicht war es nicht dies, was Sie von mir hören wollen, aber ich sage es in einem Sinne, der Ihnen gegen diejenigen, die Sie in dieser intimen Publikation wegen in Verruf bringen wollen, Recht gibt. Musik.